Herzlich willkommen bei Endlich Selbstversorger. Ich habe den Film Gartenputzen genannt, weil hier in Schweden sagt man nach dem Rasenmähen, ja, putzer efter Gräsklippning. Also man putzt die Kanten. Und ich habe den Film auch genannt nach dem Wolf hinterherräumen, weil ich habe das Elchkalb weggetan, damit der Wolf nicht zurückkommt. Und ich erzähle auch ein bisschen, wie ich in Zukunft meine Ziegen schütze. Bis gleich. Ich habe mir einen neuen Rasentrimmer gekauft, weil der alte FS38 von Stihl ist kaputt gegangen. Die Reparatur hätte mich fast so viel gekostet wie ein neuer Rasentrimmer. Und dann habe ich gleich die Gelegenheit genutzt, mir einen etwas besseren zu kaufen. Gerade jetzt mit den Elektrozäunen, die funktionieren natürlich besser, wenn man die immer schön frei vom Gras hält, damit der Strom nicht in den Boden gezogen wird. Also die Elektrozäune funktionieren natürlich besser, wenn das Gras nicht so hoch wächst. Alle Produkte, die ich meinen Film präsentiere, da verdiene ich nicht unbedingt dran. Teilweise verdiene ich schon dran, aber alles, was ich präsentiere, bin ich auch wirklich persönlich davon überzeugt. Ich weiß ja, wie es ist, wenn man irgendwas kauft und dann ist es einfach Schrott. Es ist einfach hilfreich, wenn man von jemandem Bekannten gesagt kriegt, okay, kauft das, das ist wirklich gut. Ich selbst habe ja auch wir hatten auch das Problem, wie wir am Anfang nach Schweden gezogen sind, haben wir uns einen Rasentrimmer für 80 Euro gekauft. Der ist dann schon nach, das Gehäuse ist schon nach dem ersten Benutzen geschmolzen. Dann haben wir es hingebracht, allein die Fahrtkosten dorthin waren 20 Euro. Dann ging es wieder kaputt, wir haben es nochmal hingefahren. Aber dann hatten wir schon keine Lust mehr, das abzuholen, weil es hat wieder nochmal 20 Euro gekostet. Und so haben wir 100 Euro einfach zum Fenster rausgeschmissen. Ich präsentiere euch jetzt diesen FS55. Eine leichtere Version als die, die wir auf der Arbeit haben. Ich bin ja Parkarbeiter bei der Gemeinde Lusnesberg und da gehen wir wirklich jeden Tag mit dem Rasentrimmer und da ist der FS70 schon sinnig, wobei der ist schon schwerer. Also wenn man den ganzen Tag geht, ist eigentlich der FS55 fast besser. Aber ja, der FS70 hat Vorteil, dass er ein besseres Startsystem hat. Also er hat ein Standgas. Man kann dann leichter den anbekommen als hier. Hier muss man dann selbst Gas geben, damit er dann wirklich am Anfang auch anbleibt. Aber ansonsten bin ich wirklich super von dem überzeugt. Bin total froh, dass ich den gekauft habe, weil damit kann ich dann die Kanten hier gut wegkriegen. Ich zeige euch das gleich. So, alles schön zusammengerecht und als Mulch benutzt. Also man sieht, man schafft auch längeres Gras oder Unkraut. Ein wirklich gutes System, finde ich, ist, wie man den Trimmdraht aufwickelt. Man zieht nämlich den Draht einfach durch das Gehäuse und muss nicht mühsam wie bei anderen Trimmern das aufwickeln.
schaut zu, dass man die beiden Striche übereinander kriegt. Hier zu sehen, der Pfeil und der Strich müssen zusammen sein und dann kann man das Ganze durchstecken. Da kommt der Draht schon raus. Dann nur noch gucken, dass der Trimmdraht gleich lang ist. Und so lange drehen, bis der Draht nur noch 10 cm rausschaut. Und wenn man gerade dabei ist, kann man auch mal sauber machen. Ja, in dem Film Den Wolf als Nachbarn habe ich euch erzählt, dass ganz in der Nähe von meinem Hof ein Wolf ein Elchkalb gerissen hat. Das ist nicht hier die schwedische Corona-Maske. Ich will jetzt das Elchkalb wegtun, weil jemand gesagt hat, dass der Wolf da auf jeden Fall zurückkäme. Kann mir es nicht vorstellen, weil es total verrottet und 1 Million Marten sind da drüber. Aber was mache ich nicht alles für meine Ziegen? Es war jetzt ziemlich heiß gewesen und es haben sich total viele Maden gebildet und es herrschte da echt ein fürchterlicher Gestank. Trotz Maske habe ich den Geruch gerochen und es hat mir total in den Augen gebrannt. Ja, das hatte keinen Sinn gehabt. Die ganzen Knochen gingen auseinander, also ich hätte das nicht in einem Stück transportieren können. Mein Plan war dann einfach erstmal zu warten. Drei Wochen später habe ich den Boden vom Anhänger mit Heu abgedeckt. Ich bin jetzt an der Stelle, wo die Knochen liegen, also es riecht noch leicht. Gut. Ja, die Marten haben wirklich gute Arbeit geleistet. Und irgendwas anderes hat er auch gewütet. Also die zwei Beine sind weg, die ich da gezogen hatte. Es hat zwar nicht mehr stark gestunken, aber es roch wirklich nicht angenehm. Also mir ist danach richtig schlecht geworden. Deswegen sehe ich am Anfang des Films nicht so richtig glücklich aus. Das erinnert mich an die Zeit, wo ich auf dem Friedhof gearbeitet hatte. Ich habe dann die Knochen sehr, sehr weit von meinem Hof weggefahren und entsorgt. So, das wäre erledigt. Ja, in Sachen Wolf habe ich jetzt nicht so fürchterlich viel gemacht. Das liegt natürlich auch an den finanziellen Verhältnissen. Aber in Zukunft möchte ich auf jeden Fall gerne so einen Wolfzaun haben, obwohl ich auch schon gehört habe, dass es nicht unbedingt schützt. Ich habe ja, der Bauer Wilhelm war so nett und wollte mir eigentlich Draht und Aggregat und so weiter zuschicken, aber ich habe das ja eigentlich selbst. Also ich habe einen elektrischen Zaun, aber der
Wolf könnte theoretisch halt eben unten drunter kommen, auch oben drüber springen. Also ja, mein Zaun ist nicht unbedingt wolfsicher. Wie gesagt, die anderen Zäune sind vielleicht auch nicht wolfsicher. Ich habe mich jetzt aber viel mit Bauern, die hier in der Nähe wohnen, eben auch Schafe haben, und diese Schafe sind auch nachts draußen, und der Wolf, der jagt ja meistens nachts und am Morgengrauen, und da sind ja meine Ziegen eingesperrt. So, von daher habe ich einfach die Hoffnung, dass es nicht, dass der Wolf nicht meine Ziegen reißt. Wie gesagt, in Zukunft will ich halt so einen elektrischen Zaun gerne haben, und viele hatten mir auch in den Kommentaren empfohlen, einen Herdenschutzhund. Wäre natürlich auch ein Traum, aber dazu müsste ich halt eben daheim sein. Ich muss halt eben arbeiten gehen, und ein Welpe braucht doch viel Zeit. Ja, nach dem ersten Schrecken hätte ich am liebsten die Ziegen in meinem Wohnzimmer eingesperrt. Das wäre wahrscheinlich nicht lange gut gegangen. Aber jetzt, nachdem ich mich mit den Nachbarn unterhalten habe, bin ich doch etwas ruhiger geworden. Und denke, es wird schon gut gehen mit den Ziegen, aber ich möchte schon in Zukunft einfach was für das Gewissen was tun. Aber es ist halt finanziell im Moment nicht möglich. Aber ich habe es im Hinterkopf. Ich hoffe, euch hat der Film gefallen, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ihr mehr wissen wollt, wie es hier weitergeht mit dem Wolf und dem Garten, dann drückt auf den Abo-Knopf und auf die Glocke. Thank you.